Genau. Ja, das ist eine wiederum ziemlich umstrittene Arbeit. Andrea Fraser, die ja bekannt wurde mit ihren Institutional Critique Performances, zum Beispiel hat sie eine Führung gemacht durch das National Philadelphia Museum of Art und hat dann die Aussagen, die sie da verwandt hat, aus allen möglichen Textbüchern über die Geschichte dieses Museums und Festschriften und dergleichen zusammengebaut, sodass eben diese ganze Floskelhaftigkeit, wie wichtig doch die Kunst ist und wie sie unser Leben bereichert und so weiter, dabei deutlich wurde, indem sie dann eben zum Beispiel ein Waschbecken gezeigt hat und dann eben über die Wichtigkeit des Museums sprach. Hier hat sie eine sozusagen Privatperformance gemacht. Sie hat nämlich für ein gewisses Entgelt, ich glaube es war von $10,000 die Rede, einem Sammler erlaubt, eine Nacht mit ihr in einem Hotel zu verbringen. Und das wurde dann, so wie von einer Überwachungskamera oben von der Decke, man sieht das ja, starre Kamera aufgezeichnet. Und dieses Band wurde auch schon gelegentlich in Kunstausstellungen gezeigt. Mhm. Jemand, der es gesehen hat, sagte mir, das ist ziemlich langweilig. Gut, ich meine, Sex ist oft ziemlich langweilig, aber da vielleicht eben besonders langweilig. Und die Frage ist natürlich, ist das jetzt Kritik? Pornokunst oder ja, was? Porno, ja. Es ging ja nicht um Porno, sondern, also ich glaube, sie hat da schon eine sehr ehrenwerte Motivation gehabt. Sie wollte nämlich zeigen, wie sie selbst auch in diesem ganzen Kunstsystem enthalten ist, sozusagen. Mhm. Sie möchte sich nicht außen vorstellen und sagen, also ich kritisiere das, wenn ich gehöre nicht dazu. Und ich meine, dass Sammler mit Künstlern, Künstlerinnen ins Bett gehen, das ist ja auch nichts Ungewöhnliches. Ne? Okay, aber das trotzdem, ist etwas, ja. Macht sie eine Kritik durch die Prostituierung? Oder? Ja, sie will offensichtlich darauf hinweisen, dass Kunst eine Form der Prostitution ist. Mhm. Was sie oft ist, ganz klar. Ja, es ist sehr marxistisch, ne? So zu, manchmal zu gucken, ne? Mit der Fetisch der Ware, mit dem... Ja, marxistisch würde ich nicht unbedingt sagen. Also für sie ist es eher psychoanalytisch. Sie hat sich dann sowieso immer mehr von der Institutional Kritik hin zur Psychoanalyse ihrer selbst, ihrer eigenen Rolle in diesem System hinbewegt. Ja. Aber das ist ja ein Werk, das man eigentlich nicht sehen kann. Also es ist wieder... So etwas, man weiß davon, man hört davon, es gibt so ein, zwei Abbildungen, die man im Internet ohne weiteres findet, aber den Film hat so gut wie niemand gesehen. Andres, wie können wir verbinden? Also das in einem Jahr taucht jemand wie Jeremy Diller, der mit Schlachtmalerei zu tun hat und mit der Bewegung, mit der Aggressivität der Gesellschaft, ne, ja. Soziale Bewegung zu tun hat und ein Jahr später der Eliasson, ja. Mit seiner kontemplativen ja. Sache und es ja. ist alles auf einen Topf, ja, man hat heute nicht so eine... Das stimmt, ich meine, heutzutage ist es ja auch so, dass ein Künstler sich nicht mehr spezialisieren kann, indem er eben beispielsweise nur Maler ist, da gibt es noch ganz wenige, ne? Also Gerhard Richter immer noch beispielsweise in Deutschland oder auch Daniel Richter, der junge Shooting-Star der 90er Jahre. Aber die Regel ist eigentlich heute, dass ein Künstler quasi für jeden Geschmack was auf Lager hat. Mhm. Also jeder hat so einen Gemischtwarenladen und wenn irgendjemand zum Beispiel für einen Bahnhofsvorplatz irgendwas Exotisches braucht, dann wird eben, sagen wir mal, ein Wagen mit Stroh und davor irgendwie ein zotteliges Pferdchen wird eben dann abgegossen und in Edelstahl oder sonst wie aufpoliert hingestellt. Mhm. Ne, jeder macht alles. Oder wenn es sein muss, gibt es auch irgendwas mit Ton. Ne? Und sehen Sie das bei den Frauen
immer so eine psychoanalytische Tendenz zu fühlen ist? Oder aus der Tradition von Bourgeois, ne? Oder, ja. Oder Feminismus? Ja, Louise Bourgeois war natürlich eine wichtige Vorbildfigur für viele Frauen. Aber sie hat ja nun eigentlich gesagt, dass man ihr Werk eigentlich nicht psychoanalytisch deuten sollte, obwohl sie ja selbst eigentlich so mit ihrer Auseinandersetzung mit dem Vater und so weiter so diese ödipale Geschichte sehr in den Vordergrund gestellt hat. Ne? Aber ich würde nicht sagen, dass Frauen eine besondere Nähe zur Psychoanalyse haben. Ich glaube, wir gehen jetzt weiter zum sexuellen Ebene der Kunst, ne? Oder nicht? Ja, was haben wir da? Ja, genau. Und dann sehen wir das halt ganz anders, ne? Genau. The Garden of Earthly Delight, also der Garten der Lüste, ist ein Bild von Hieronymus Bosch, ungefähr 1500 entstanden und im Prado in Madrid zu besichtigen. Aber davon hat Rakib Shah, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, ein aus Pakistan stammender Künstler, der in England lebt, sich nur, also zum Teil inspirieren lassen, denn der andere Teil seiner Inspiration sind persische Miniaturen und Emai-Malereien, chinesische Lackmalereien und so weiter. Also er bietet uns hier so einen Mix aus allen möglichen Weltkulturen, wobei die jeweiligen besonderen Ausprägungen eigentlich beliebig austauschbar sind. Und das Ganze wird dann so ein wenig, sagen wir mal, ja, so ins etwas Heikle, etwas Gewagte hineinversetzt, in dem überall Penisse zu sehen sind oder ein Hummer, der einen Fisch besteigt und solche Sachen. Also wenn man näher rangeht, sieht man auch wiederum eine ganze Menge von solchen sexuellen Dingen. Hier eher mit homosexueller Ausprägung. Mhm. Aber was ich daran bemerkenswert finde, ist, dass die kulturellen Besonderheiten eigentlich mittlerweile so etwas sind wie Verkleidungen, die man sich überstreift oder auch eben jeden Moment wieder ausziehen kann. Oder so wie McDonald's, das haben wir auch in dem Zusammenhang besprochen, in den verschiedenen Kulturkreisen eben verschiedene Dinge anbietet. Ne? Mhm. Also es gibt zum Beispiel in Indien kein McDonald's mit Rinderfleisch, ist naheliegend. Ja, okay. Und es gibt in Kanada gibt es Lobster-Burger und so weiter. Also, ne? Oder es gibt es ja sogar hier, ne? Dann macht McDonald's eben mexikanische Woche und ja, dann passt. Die nächste Woche griechisch. Ne? Ja. Aber hier hat es mit dem Tapezerie zu tun, oder mit dem genau. Stark-Ornament, ne? Stark-Ornament, Teppich, Gobelin, so ein Gewebe. Ne? Also, der hat mit der Kunststoffhandlung zu tun, oder nicht? Ja, der hat so eine spezielle Art, die Bilder zu malen. Dazu benutzt er so einen Stachel von so einem Stachelschwein, so einen langen Stachel und so einen speziellen Farbstoff, das weiß ich nicht so ganz genau. Es gibt so eine glänzende Oberfläche, sieht aus wie Emai. Also es sieht auch teuer aus, vielleicht ist es auch noch eine Sache. Das merkt man so an den Künstlern, die von den wirklich reichen Millionären, die mit den großen 30-Meter-Yachten nach Venedig dann fahren, von denen gekauft wird. Das ist zum Beispiel Jeff Koons. Ne? Also das ist erstklassiges Material, sehr gut verarbeitet, ne? Wie ein BMW oder wie ein Rolls-Royce. Ne? Und viele von diesen Leuten kommen ja irgendwie auch aus der Wirtschaft, haben irgendwie wie Pinchuk durchs Ölgeschäft Millionen verdient. Die haben so oft eine Neigung zu dem gut und teuer gemacht. Opulent, ja. Opulent, Luxus. Genau. Aber eben auch wirklich
handwerklich. Fein ja, gemacht. Genau. Mhm. Es gibt neuerdings im Deutschen auch das Wort Wertigkeit. Das gab es vorher nicht, ne? Ah, okay. Wertigkeit. Mhm. Valorose. Also sagt man auch zum neuesten Modell von VW, das eben mit Ledersitzen dann geliefert wird und so weiter. Ne? Mhm. Wertigkeit. Okay.